Danke schon mal. Ja, danke. Ich hoffe, das klappt jetzt alles technisch. Ich bin nicht am normalen PC zu Hause oder bei der Arbeit. Sieht erstmal gut aus. Ja, vielen Dank. Ja, okay, gut. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich gehe heute mal ein bisschen unkonventionell vor. Also ich stelle keine Ergebnisse vor, sondern wir befinden uns in der Bertelsmann Stiftung im Moment im Übergang von einem Projekt zum anderen, von Zukunft der Arbeit zu einem Thema Zukunft der Arbeit und Nachhaltigkeit. Das ist unser Projektteam. Wir haben immer sehr viel Spaß bei der Arbeit. Kommt ja nicht allzu häufig vor sonst bei Arbeiten, aber wir haben Spaß und ich behaupte mal, das hat etwas zu tun damit, wie wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Wir haben im Grunde genommen in den letzten 5, 6 Jahren eine Entwicklung durchlaufen, die man im Grunde genommen ja auch ein Stück weit insgesamt in der Arbeitswelt wiederfindet. Wir haben eine Entwicklung gehabt von der technischen Betrachtung des Wandels der Arbeitswelt vor 5, 6 Jahren. Da war das Thema Arbeiten 4.0 ganz groß, bis hin zur Ausweitung der Digitalisierung, hin zu einer betrieblichen Transformation. Und irgendwann wurde klar, das hat auch was mit Kultur zu tun. Mit Kultur, mit Unternehmenskultur, mit Fragen von Vereinbarkeit, mit Fragen von Werten, die über der Regulierung stehen. Und jetzt kurz vor Corona und auch mit Corona sind die Themen Coworking, mobile Arbeit mit in den Blick gekommen. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung gewesen in der Gesellschaft, die aus meiner Sicht sehr im Sinne auch der Arbeitnehmer sich entwickelt hat. So, und das Spannende ist jetzt für uns im Moment, und ich werde mal offene Fragen stellen, als Ergebnisse mitbringen, ist, was bedeutet das alles? Also sind wir jetzt einfach schneller und produktiver, damit das Einkommen der Vorstände noch schneller steigen kann, oder gibt es einen weiteren Sinn dahinter? Und da möchte ich einfach mal die Frage stellen, ob sich jemand mit euch mit der Frage beschäftigt hat, was eigentlich der Fahrradboom der letzten 1,5 Jahre mit New Work zu tun hat. Also wie hängt das eigentlich zusammen und welche Rolle spielt Corona dabei? Und ich glaube, es gibt so das Große und Ganze, was das alles miteinander verbindet. Und das, was alles miteinander verbindet und eine Schnittmenge bildet, ist Routinen zu hinterfragen, dadurch, dass neue Wege gesucht werden. Ich versuche Selbstwirksamkeit zu haben durch New Work, aber auch durch das Arbeiten in der Pandemie, durch mehr Nachhaltigkeit in meinem eigenen Lebensbereich, Achtsamkeit mir selbst gegenüber, also nicht nur Nachhaltigkeit gegenüber der Umwelt, sondern auch Achtsamkeit auf mir, bezogen auf mich selbst. Oder wir sind zurückgeworfen gewesen auf uns selbst und mussten kurzfristig unser Lebensstil verändern, mussten plötzlich fragen, für welche Werte wir eigentlich stehen und wie fungiere ich eigentlich in einem gesellschaftlichen Kontext. Und all das zusammen hat zu einer Transformation geführt, deren Bedeutung wir im Moment aus meiner Sicht noch gar nicht erahnen können, die aber eng zusammenhängt mit Thesen des neuen Arbeitens. Und die These ist eben, dass die konsequente Anwendung der Prinzipien von New Work, nämlich Partizipation, Achtsamkeit, Kommunikation, Empathie, aus sich selbst heraus nachhaltiges Arbeiten und Produzieren erleichtert, ermöglicht, erleichtert. Das ist unsere Arbeitsthese. Und wir haben im Moment, wenn man sich die mediale Debatte anguckt, eigentlich eine Debatte, die in zwei Richtungen geht. Wir haben auf der einen Seite sowas wie einen konservativen Backlash der Arbeitgeber und der Wirtschaftsfachpresse, die eben sagen, dass das Ganze im Grunde genommen ja vielleicht nur alles eine Lüge war und dass eigentlich der Anspruch auf das Homeoffice nicht gerechtfertigt ist und dass die Menschen zu Hause vereinsamen, dass sie Stress erleben. Aber auf der anderen Seite erleben wir jetzt in den USA im Moment einen Trend, der heißt Great Resignation. Das ist diese Resignation, die entsteht, wenn die Arbeitnehmer jetzt nach der Pandemie wieder zurück zur Arbeit kommen und merken, dass sich irgendwie nichts geändert hat und dass die letzten 1,5 Jahre von der Mobilität her, vom Selbstmanagement, von der Selbstverantwortung hier vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen sind. Und wir haben im letzten Jahr schon festgestellt, zusammen mit der Initiative D21 in einer riesengroßen Umfrage, dass die Arbeitnehmer nach Corona doch tatsächlich mobiler arbeiten wollen weiterhin und dass die Arbeitgeber dabei aber auch unterstützen müssen. Und wir haben in der gleichen Umfrage gesehen, dass Arbeitgeber aber nicht gewillt sind, das zu unterstützen, sondern die wollen das Old Normal, das New Normal zum Old Normal machen. Und wir haben uns in einer anderen Studie gefragt, woran könnte das liegen? Und da gab es so eine prägnante Meinungseinstellung, bei der gefragt worden ist, was verbinden Sie als Führungskraft mit digitaler Arbeit? Und da war das Thema Einsamkeit tatsächlich ein großes Thema. Also wir erleben ein Zurückgeworfensein der Führungskräfte auf sich selbst, damit eine Einsamkeit und daraus ergeben die Forderung, die mögen doch alle bitte wieder zurück ins Büro kommen.
Und der Elefant im Raum, der eigentlich die ganze Zeit nicht angesprochen wird in dieser mobilen Arbeit, also Zukunft der Arbeit-Debatte, ist die Frage der Persönlichkeitsstruktur. Welche Persönlichkeitsstruktur führt eigentlich zu welcher Aussage, zu welcher Einstellung? Darüber wird nicht gesprochen. Dabei hat Corona eigentlich im Sinne eines Vergrößerungsglases bestehende Probleme einfach nur offensichtlicher werden lassen. Führung ist lange nicht mehr unternehmerisch tätig gewesen, sie ist mehr verwaltend tätig gewesen. Gerade wenn die Menschen zu Hause gearbeitet haben, wurde häufig die Frage gestellt, welche Unternehmenskultur bindet mich eigentlich an das Unternehmen? Ja, also wenn ich jetzt 3 Monate, 4 Monate weg bin und ich spüre keine Verbindung zum Unternehmen, gibt es überhaupt eine Unternehmenskultur? Könnte es vielleicht daran liegen, dass es keine Begegnung auf Augenhöhe gibt zwischen Führungskräften und Geführten? Wir sehen, dass in dieser Arbeitsorganisation Werte und Menschenvorstellungen, Menschenbilder aufeinandertreffen. Das bedeutet, Führungskräfte haben sich gefragt, wie kann ich eigentlich im digitalen Raum Macht ausüben? Nicht im Sitzungssaal, ja, da bin ich präsent, da kann ich laut sein, da kann ich gestikulieren. Wie kann ich denn im digitalen Raum Macht ausüben? Und diejenigen, die geführt sind, fragen sich, warum soll eigentlich diese Macht ausgeübt werden? Warum gibt es eigentlich sowas wie ein Aufenthaltsbestimmungsrecht darüber, wo der Arbeitnehmer arbeitet? Sollte man den mündigen Arbeitnehmer nicht selber überlassen, wo er am besten arbeiten kann? Und schließlich, und das ist auch die Überleitung zur Nachhaltigkeit, plötzlich vor Augen geführt, dass das im Grunde das Pendeln und damit dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht des Arbeitgebers über den Aufenthalt des Arbeitnehmers zu Zeit- und Umweltzerstörung führt. Und dass das irgendwie nicht nachhaltig ist. Und daraus resultieren aus unserer Sicht weiterführende Fragen für die Zukunft der Arbeit, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Welcher Mensch bin ich eigentlich? Für welche Werte stehe ich eigentlich? Und welche Werte treiben mich eigentlich an? Wie lasse ich eigentlich mit mir umgehen durch den Arbeitgeber? Wie gehe ich eigentlich mit der Umwelt um? Siehe Pendeln. Kann ich eigentlich auf Dauer als mündiger Mensch, als mündiger Arbeitnehmer in einer undemokratischen Institution arbeiten? Und möchte ich eigentlich auf Dauer diese Organisation, diese klassische Hierarchie, die dazu führt, dass oben ganz viel Einkommen entsteht und die Menschen unten dafür arbeiten, dass ganz oben ganz viel Einkommen entsteht, möchte ich das eigentlich schon mittragen? Möchte ich das eigentlich auf Dauer so haben? Und daraus ergeben sich weiterführende Fragen für die nächsten 10 Jahre, die aus unserer Sicht sehr relevant sind. Erstens die Frage des Gehaltes. Wonach bemisst sich zukünftig Gehalt? Ja, Zeit, Anwesenheit, bemisst sich Gehalt nach der Verantwortung, dann die finanzielle Verantwortung oder die personelle Verantwortung, nach der Leistung, nach dem Wertbeitrag des Einzelnen zum Unternehmen oder aber auch über das Unternehmen als Wertbeitrag zur Gesellschaft vielleicht sogar. Wie wird Produktivität gemessen und Performance? Ein riesengroßes Problem. Wer legt das fest? Das alles wird uns dahin bringen, dass wir über Gehaltsstrukturen nachdenken müssen und wie Gehälter verteilt werden. Aber so wie im Moment kann es nicht mehr weitergehen. Und wenn man das natürlich durchdenkt, dann führt das natürlich zu Entscheidungsstrukturen oder zu einer Revision von bestehenden Entscheidungsstrukturen, die in Richtung Demokratisierung gehen. Egal welche Art von Demokratisierung, ob es eine Unternehmensdemokratie ist oder eine Teamdemokratie oder eine sonstige demokratische Einsprengsel in den Unternehmensalltag, aber wir können so nicht mehr weiter produzieren und agieren. Und auch Frage, wird Arbeit als Sinnstiftung weiter beibehalten werden? Corona hat insgesamt Wertefragen hervorgebracht, denen wir uns stellen müssen. Da kommen wir zu einer systemischen Ebene. Es geht von New Work auf der individuellen Ebene aus und führt dann über die Nachhaltigkeitsdebatte zur gesamtgesellschaftlichen Ebene. Was ist eigentlich mit dem Thema Kapitalismus? Basiert der Kapitalismus vielleicht auf Werten, die wir gar nicht vertreten? Ja, denn Kapitalismus bedeutet unfairer Wettbewerb, bedeutet destruktiver Wettbewerb, bedeutet grundsätzlich mehr herauszubekommen, als ich hineingesteckt habe, bedeutet die Natur zu zerstören, damit ich selber Profit machen kann, bedeutet Gewinne privatisieren und Kosten sozialisieren. Und ist das eigentlich überhaupt mit unserer Arbeit vertretbar, mit unseren Werten vertretbar? Das werden wir uns in Zukunft stellen müssen. Und dann gibt es noch einen technischen Aspekt abschließend bei diesen ganzen Fragen. Ich selber bin Volkswirt und achte dann natürlich auch ein bisschen immer auf diese volkswirtschaftliche Ebene. Und da wird sich die VWL sicherlich auch kritischen Fragen stellen müssen. Also zum Beispiel die 30 Milliarden Euro Fluthilfe. Diese 30 Milliarden Euro Fluthilfe werden im BIP des nächsten Jahres als Wohlstandsmehrung auftauchen. Totaler Irrsinn, totaler Blödsinn. Es ist nicht als Schaden,
es ist nicht als Schaden verbucht im BIP, sondern als Wohlstandsmehrung. Also Klimawandel führt hier an dieser Stelle zur Wohlstandsmehrung durch Zerstörung. Das ist bestehende VWL-Methodik. Dass das natürlich Blödsinn ist, ist klar. Was ist mit dem Thema Produktivität? Ich habe hier während des Vortrags von Andreas gerade mal die beiden Punkte C und D mit aufgenommen, weil ich die für so wichtig erachte, weil die mit dem Thema Produktivität und wo findet eigentlich Produktion statt, zusammenhängt, weil die VWL auf diese Fragen oder auf diese neuen Dimensionen null Antwort hat. Keine Antwort. Aber die VWL ist politikberatend tätig in diesem Bereich, unter anderem an wichtiger Stelle. Und sie müsste eigentlich diese Themen adressieren. Sharing Economy, nach wie vor kann Sharing nicht bewertet werden, weil es keinen Markt gibt. Wenn ich teile und es gibt keinen Markt dafür, dann kann ich es auch nicht bewerten, obwohl es wertsteigernd ist. Vollkommen unverständlich. Und es gibt abschließend auch keinerlei Verbindung zu sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen. Also bei diesen ganzen BIP-Berechnungen und den wirtschaftspolitischen Empfehlungen spielt die Gesellschaft überhaupt keine Rolle. Überhaupt nicht. Ja, also Max Weber vor 120 Jahren hat verstanden, dass beides zusammengehört, aber seitdem hat die VWL sich abgesetzt und hat so getan, als wenn menschliche Verhaltensweisen nicht besonders relevant wären. Und schließlich, Eigentum muss neu definiert werden. Kann es überhaupt Eigentum an Lebewesen, an Land, an Natur geben? Danke für die Aufmerksamkeit. Das war's. Okay. Ja. Das war jetzt zeitlich ja gut eingehalten.